Für den Fall, dass ihr euch genauso wie ich jedes Jahr fragt, oh mein Gott, was soll ich Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Freundin schenken? Keine Ahnung. Nach diesem Video werde ich auf jeden Fall ganz viel Ahnung haben und ganz viele Ideen. Hi Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe heute mein allererstes Weihnachtsvideo und ich freue mich riesig drauf, denn ich bin irgendwie dieses Jahr schon total früh in Weihnachtsstimmung. Ich habe euch ja auch schon sehr früh auf Instagram Stories damit zugespammt. Ich habe euch dort schon einen Weihnachts-Fashion-Haul gezeigt, wie ich Plätzchen backe, Weihnachtsrezepte gezeigt und vieles mehr. Und falls ihr mir übrigens noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das natürlich machen. Sorry für die Eigenwerbung, aber ich freue mich echt total, dass wir momentan so schnell wachsen auf Instagram. Ich heiße dort Laura_Joel. Für das heutige Video habe ich mir 20 Weihnachtsgeschenkideen oder Wunschzettelideen überlegt. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch dieser Geschenk-Guide gefällt. Und falls ja, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen, weil es schon ein bisschen gedauert hat, die ganzen Sachen rauszusuchen. Und auch wenn ihr noch mehr Weihnachtsvideos haben wollt, dann zeigt mir das auch mit einem Daumen nach oben. Und jetzt geht's los! Die erste Sache richtet sich an alle Kochfans. Und zwar könnt ihr zum Beispiel euren Eltern oder so eine neue Schürze für die Küche schenken. Diese hier habe ich jetzt von Amazon. Die hat auch einen super lustigen Spruch drauf. Super lustig. Nein, das ist aber wirklich ziemlich lustig. Da steht einfach drauf, ist mir egal, ich koche das jetzt so. Also das richtet sich wahrscheinlich an alle Leute, die sich nicht sagen lassen beim Kochen. Ich kann euch diese Schürze, genauso wie ein paar andere coole Schürzen, auch mal in der Infobox verlinken. Nummer 2 ist dieses Gemüsekit hier. Das ist im selben Bereich sozusagen, Kochen. Und in diesem Kit enthalten sind verschiedene außergewöhnliche Gemüsesorten, wie zum Beispiel lilane Karotten, die man jetzt hier auch schon vorne drauf sieht. Und mit Hilfe von diesem Kit kann man sich die Gemüsesorten selbst zu Hause anbauen, was ich sehr cool finde und auch vor allen Dingen sehr einfallsreich. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Oder falls ihr jetzt sagt, ein Familienmitglied von euch steht mehr auf Blumen anstatt Gemüse, dann habe ich hier auch noch dieses Kit entdeckt. Das ist ein Blumenkit und zwar kann man sich mit Hilfe von diesem Kit seinen eigenen kleinen Bonsai-Baum anpflanzen. In diesem Kit enthalten sind 4 verschiedene Samen für 4 verschiedene Bäume und dann auch die ganzen Materialien oder Hilfsmittel, die man braucht, um sowas anzupflanzen. Wie gerade schon angedeutet, die meisten Sachen habe ich von Amazon, deswegen verlinke ich euch auch alle Sachen unten in der Infobox, falls ihr was nachkaufen wollt. Okay, dann kommen wir jetzt als nächstes zu einem extrem guten Geschenk, wirklich extrem gutes Geschenk für eure Großeltern. Und zwar ist es eine Buchreihe, die nennt sich Opa, erzähl mal aus deinem Leben oder Oma, erzähl mal aus deinem Leben. Die gibt es aber, glaube ich, mittlerweile auch schon für Mama und Papa, erzähl mal aus deinem Leben. In diesem Buch sind ganz verschiedene Fragen aufgelistet. Also ihr müsst sozusagen nichts tun, außer das Buch kaufen. So sieht das aus von innen. Und die jeweilige Person, die das Buch dann bekommt, die muss dann einfach alle möglichen Fragen, die zu ihrem Leben hier drin stehen, ausfüllen. Das heißt, falls irgendwann leider mal ein Großelternteil von euch verstirbt, dann habt ihr auf ewig sozusagen das ganze Leben im Buch niedergeschrieben, könnt immer noch irgendwie was nachverfolgen, was ihr vielleicht auch noch gar nicht wusstet und somit gerät sozusagen das Leben dann nie in Vergessenheit und das finde ich einfach so, so wunderschön. Und es ist jetzt irgendwie auch gerade ein bisschen traurig, weil das Buch gehört meinem Opa und er ist leider letztes Jahr verstorben. Und ich bin so unglaublich glücklich und froh, dass ich dieses Buch durch Zufall eigentlich vor 3 Jahren, glaube ich, verschenkt habe. Und er hat dann aber auch ein Jahr gebraucht, um das auszufüllen, weil es schon, also so lange braucht man natürlich theoretisch nicht, aber ich habe ihm halt gesagt, er kann sich auch Zeit lassen, ne? Und deswegen hat er schon ein bisschen daran gesessen. Und dann machen wir weiter mit einem auch sehr typischen Geschenk und zwar sind das Fotogeschenke. Allerdings habe ich jetzt hier keine normalen. Man kann natürlich immer Fotos entwickeln und die einrahmen lassen oder auf Tassen drucken und so weiter. Sowas ist natürlich auch immer sehr süß. Aber was ich jetzt hier habe, ist in Zusammenarbeit mit der App Lala Lab, ist zum einen eine Fotobox und zum anderen ein Fotobuch. Wir starten mal mit dem personalisierten Fotobuch und so habe ich das jetzt für meine Mama erstellt. Man konnte hier unten auch was hinschreiben für die beste Mama. Und ich finde, das Buch ist echt eine super, super süße Idee, weil man halt wirklich auf Ewigkeit die Fotos gespeichert hat. Aber ich glaube, mein Favorit ist trotzdem noch diese Fotobox, weil schaut mal bitte, wie süß die ist. Also erstmal finde ich das super schön hier mit dem Außendesign. Und dann ist es sehr, sehr cool, denn in dieser Box sind Polaroid-Fotos enthalten. Ich kann euch auch mal eben zeigen, wie das Ganze mit der App Lala Lab funktioniert. Und zwar könnt ihr hier aus den verschiedenen Produkten zum Beispiel das Minibook aussuchen. Dieses hatte ich jetzt. Dann könnt ihr ganz einfach eure Fotos direkt von eurem Handy aus hochladen. Und anschließend könnt ihr die Fotos auch noch anordnen.
eure Adresse angeben und das war's. Außerdem habe ich dann noch als zweites die Fotobox erstellt. Hier habe ich die Lala-Box ausgewählt mit 48 Fotos. Und ich habe jetzt auch eine super coole Überraschung für euch, denn ich habe einen Gutscheincode erhalten von Lala Lab. Ihr könnt nämlich mit dem Code LAURA30 30% auf eure erste Bestellung sparen. Und gerade zu Weihnachten ist das natürlich eine super gute Gelegenheit, noch ein cooles Foto geschenkt zu bestellen. Und den Link zur Foto-App setze ich euch jetzt nochmal in die Infobox. Auch in dem Bereich Kosmetik gehört dann das nächste Geschenk. Und zwar ist es ein Kulturbeutel, beziehungsweise eine Kosmetiktasche für Reisen. Das Coole ist, also erstmal finde ich die vom Design und von der Farbe her super schön. Und das Coole ist, dass man die halt so aufklappen kann und enthält verschiedene Fächer, wie ihr sehen könnt. Also richtig viel Stauraum, alles auch noch mit Reißverschlüssen, schön abgeteilt. Und man kann sich diese Tasche dann aber auch super gut hier an diesem Haken an irgendeiner Türklinke oder an irgendeinem Griff oder so im Bad aufhängen, also zum Beispiel im Hotelzimmer. Und der nächste Geschenktipp ist ein Tipp, den wahrscheinlich jeder von euch sowieso mindestens einer Person immer schenkt. Und zwar einen Gutschein. Gutscheine sind irgendwie immer gut möglich, sind super schnell, super einfach, kann man auch super spontan noch schnell basteln und sind eben vielfältig einsetzbar. Aber was ich euch jetzt natürlich mal zeigen wollte, was Außergewöhnlicheres, also was Besonderes, ist vielleicht eine kleine Gutscheinbox. Diese Box, die habe ich vorletztes Jahr für meine Mama gebastelt. Und in dieser kleinen Box befinden sich kleine Gutscheine in diesen kleinen Briefumschlägen. Ich habe nämlich immer für jeden Monat zwei Gutscheine vorbereitet, jeweils am 1. und am 15. des Monats. Und hier ist jetzt zum Beispiel ein Gutschein gewesen für den 15. April. Und da habe ich dann diese kleine Karte einfach reingepackt und draufgeschrieben, Gutschein für einmal Fensterputzen im Schlaf- und Wohnzimmer. Ha, ich bin wirklich eine vorbildliche Tochter. Ja, leider, aber das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, diese Gutscheinbox zu verschenken. Und meine Mama hat sich so mega darüber gefreut. Also ich finde, das ist echt eine sehr, sehr coole Idee. Und ich hatte halt auch noch ganz viele andere Gutscheine, wie zum Beispiel hier. Gutschein für einen Vapiano-Besuch und Gutschein für einmal Frühstücken und für eine Massage und so weiter. Man kann aber natürlich auch einfach Erlebnisgutscheine verschenken für ein Musical, für einen Kinobesuch und so weiter. Oder hier habe ich zum Beispiel von Freundinnen einen Gutschein für eine Kletterhalle geschenkt bekommen. Oder hier, das war auch super süß, das hat Barbara mir mal gebastelt. Das ist ein Gutschein für einmal Geburtstagskuchen und Kaffee, aber kann man ja auch einfach so drauf schreiben für einen Kaffeenachmittag. Finde ich super süß gemacht in so einem Rahmen. Das ist auf jeden Fall auch was Besonderes und da habt ihr dann auch beide was von. Also eigentlich ist das sogar ziemlich klug, sowas zu verschenken. Die nächste Sache ist etwas für alle Make-up-Interessierten. Und zwar finde ich es persönlich immer wieder ganz praktisch, wenn man ein neues Pinselset geschenkt bekommt oder das verschenkt. Vielleicht haben sogar auch die meisten von euren Freundinnen gar kein richtiges Set, aber würden sich mal eins wünschen. Oder vielleicht auch für eure Mutter wäre das was. Also ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, gerade auch dieses hier, weil das halt auch noch einen Deckel integriert hat. Das heißt, man kann, eine Sekunde, man kann das Pinselset auch super gut auf Reisen mitnehmen. Das war jetzt auch super günstig, enthält halt die wichtigsten Gesichtspinsel und hat aber auch auf Amazon super gute Bewertungen. Also ich denke mal, die Qualität stimmt hier auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall super, super weich. Also ich werde das hier behalten und freue mich schon, mich morgen damit zu schminken. Dann geht es weiter mit einem super süßen kleinen Kollegen. Und zwar ist das ein Sorgenfresser. Sorgenfresser funktionieren, glaube ich, folgendermaßen. Ihr schreibt auf einen Zettel die jeweilige Sorge, das jeweilige Problem, welches ihr gerade habt, welches euch im Leben beschäftigt und steckt es einfach hier rein und dann macht ihr den Reißverschluss wieder zu und dann hat er die Sorge sozusagen gegessen. Und ihr habt keine Sorgen mehr. Natürlich ist es einfach nur so eine super süße und aufmerksame Sache, die natürlich jetzt leider nicht so funktioniert in echt, aber ich glaube, es hilft einem einfach schon, sowas zu Hause zu haben und da irgendwie so ein bisschen dran zu glauben. Also ich weiß nicht, ich finde das auf jeden Fall super, super, super süß. Und, okay, wozu war jetzt dieser Reifen? Ich weiß es nicht. Soll man das eigentlich an ein Babybett hängen? Irgendwie erinnert mich das gerade an ein Babybett. Aber das ist schon für Erwachsene, oder? Oder zeige ich euch jetzt hier gerade irgendein Babyspielzeug? Also so wie ich das kenne, können das eigentlich auch Jugendliche und Erwachsene benutzen. Ja, also würde ich sagen, das ist eine sehr coole Sache, verlinke ich euch auch in der Infobox. Die achte Sache ist ein Coffee-to-go-Becher, auch immer wieder praktisch für alle Leute, die Kaffee lieben, die aber morgens meistens keine Zeit mehr haben, einen zu Hause zu trinken
oder die sich einfach so noch gerne einen zweiten oder dritten Kaffee mitnehmen. Dieser Kaffeebecher ist auch super von der Qualität her, deswegen wollte ich euch jetzt wirklich auch speziell diesen hier zeigen, weil er den Kaffee wirklich richtig, richtig schön heiß hält und dafür sorgt, dass auch nichts ausläuft. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Und die nächste Sache verschenke ich wirklich jedes Jahr seit 5 Jahren an meine Mama. Und zwar ist es ein Kalender, ein Wochenkalender allerdings mit Lebensweisheiten. Das heißt, dieser Kalender hat eben zur Besonderheit, dass man nicht nur jeden Monat einen neuen schönen Spruch hat und ein schönes Bild, sondern wirklich jede Woche. Ich finde die Fotos speziell von dieser Marke auch immer super schön und da hat man echt richtig tolle Anregungen und auch immer richtig schöne Lebensweisheiten. Sowas liebe ich persönlich ja eh immer. Und das nächste Geschenk, würde ich sagen, kann man auch Frauen als auch Männern schenken. Und zwar ist es einfach ein kleines Visitenkarten-Etui. Und als kleines Zusatzgeschenk sozusagen finde ich Schlüsselanhänger immer super süß. Das ist jetzt so ein kleiner Schutzengel-Anhänger. Das ist irgendwie auch so ein süßer Gedanke, finde ich, wenn man den verschenkt und der jeweiligen Person halt sagt, dass der Schutzengel jetzt immer auf sie aufpasst, dann finde ich, das ist echt eine super süße und liebevolle Geste. Für alle Kerzenfreaks in eurer Familie oder in eurem Freundeskreis eignen sich natürlich auch Kerzen immer sehr gut, Duftkerzen vielleicht sogar, dann ist das halt nochmal was Besonderes. Oder halt konkret Yankee Candles, die sind ja auch immer super gut von der Qualität her und riechen einfach traumhaft. Auch sehr, sehr cool, wahrscheinlich jetzt eher für Frauen in eurer Familie oder im Freundeskreis, finde ich so eine Juwel- bzw. Schmuckbox. Diese hier gibt es jetzt auch bei Amazon und ich finde, die sieht super edel und hochwertig aus mit dem rosanen Innenfutter und außen ist die halt einfach schwarz. Und in diese Box kann man dann wirklich all seinen Schmuck verstauen und es fliegt nichts mehr kreuz und quer rum. Und was auch sehr cool ist, dass man diese Box ja auch theoretisch in den Urlaub mitnehmen könnte. Die 15. Sache ist wahrscheinlich perfekt für alle Süßigkeiten-Freaks, denn ich habe auf Amazon ein super cooles Süßigkeiten-Paket gefunden. Blende ich euch mal hier ein. Mit amerikanischen Süßigkeiten. Wie cool ist das denn? Ich meine, die werden ja eh immer total gehypt. Und in diesem Paket sind dann alle möglichen Süßigkeiten enthalten. Und ich finde das echt super cool und einfallsreich. Und für alle Handy-Freaks eignen sich auch sehr gut Bluetooth-Lautsprecher. Wahrscheinlich eher auch Musik-Freaks. Leute, die gerne Musik hören, vielleicht auch im Sommer auf der Wiese oder so. Und das immer mit ihrem Handy gemacht haben. Die können wahrscheinlich auch sehr, sehr gut so einen Bluetooth-Speaker gebrauchen. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Für Leute in eurem Umkreis, die häufiger mal unter Nacken- oder auch Kopfschmerzen leiden, wäre auch ein Massagegerät eine sehr gute Idee. Ich habe sogar genau dieses und finde das echt cool. Ich persönlich habe nämlich häufiger mal Nackenschmerzen und es hilft einem auf jeden Fall sehr. Falls ihr jetzt noch sagt, Laura, ich habe aber noch kein Geschenk für meine beste Freundin oder für eine gute Freundin, dann finde ich Beauty-Pakete oder Beauty-Sets oder Spa-Sets auch immer super, super cool und lieb. Und vor allen Dingen kann man die auch persönlich gestalten. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, einfach in einer süßen kleinen Box diese Sachen hier anzurichten. Das ist eine Gesichtsmaske, Badeschaum mit Esserstrips, eine Haarmaske. Und dann kann man natürlich aber auch noch zum Beispiel Kekse oder Chips dazu packen. Oder, eine Sekunde, eine schöne DVD, das geht natürlich auch. Ich sollte sie auch mal richtig rumhalten. Also das kann man ja theoretisch alles super schön in einer Box irgendwie zusammen anrichten. Ich hoffe super, super doll, dass auch ihr neue Anregungen gefunden habt. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Geschenk ihr am besten fandet, welches ihr vielleicht total doof fandet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst jetzt einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei meinen 2 letzten Videos vorbeischaut, falls ihr die noch nicht kennt. Die Links zu beiden Videos setze ich euch nochmal in die Infobox. Und ich wünsche euch jetzt nur noch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch lieb und bis nächsten Mittwoch um 14 Uhr. Ciao!